Ich könnte mir relativ gut vorstellen, dass da jetzt noch was abgehen wird. Bram, ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Moin, Hell Dragons, was grüßt du? Was grüßt beliebt, wie geht's dir? So schön, dass du da bist. Wir wissen, dass du hier bist. Bring mir's ja. Ich hab's gewusst, dass du kommst. Ich hab's gewusst. Sag's nichts. Und tust nichts. Bist am Arsch? Nein, ja, Geria. War Bombe. War gut. Sie ist nicht hier. Lügner. Also der, das ist schon wieder ein anderer. Glaubst du, ich will das hier mit den Laden Jetzt sind nur die Schurken wie die Unterhosen weg. Ich bin fertig mit dir. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, gab es hier draußen? Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen. Seit heute und ich spüre jetzt gerade seit 37 Minuten und derweil muss ich sagen, gut. Bram, es ist nichts. Also mir würde es jetzt auf den ersten Blick gar nicht auffallen, dass es von Ubisoft kommt. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. Und wie sie wiederkommen wird. Nein, das kann echt nicht sein. Zwar schon noch Open Worlds, aber kleine Open Worlds. Nicht richtige Open Worlds, sondern mehr Open Worlds. Naja, Alter. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob wir da so leicht rauskommen. Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Davis. Wo ist sie? Stimmt das? So können wir sie vorbeikommen oder irgendwas, das wär's. Ich würde schon mal feiern, Alter. Komm, wie bei einem Caesar, bring mal einen Sieg daher. So gleich mal abmurksen mit einem Lichtschwert oder irgendwas. Und wir können da den einen oder anderen kennenlernen. Aber wirklich, echt untypisches Game für Ubisoft-Verhältnisse. Es ist, kann man gut, kann man vielleicht auch schlecht sehen, muss man jetzt mal ehrlich gesagt sagen. Aber wenn du mich jetzt fragst, hätte ich da jetzt gesagt gehabt, okay, passt. Vielleicht. Das bitte für ein Kind da draußen. Steppert. Vielleicht muss ich dann später das Fenster zumachen. Weiß man irgendwas im Hintergrund hört. Aber halt auf den ersten Blick, oder kennt das glauben, das ist von irgendeiner Uncharted oder irgendwas in die Richtung. Oder voll aus. Taugt man. Oder vielleicht sogar von die. Von Star Wars Survivor oder so, oder Fallen Order, dass die sich vielleicht kooperiert haben mit irgendjemandem oder so. Könnte man fast glauben, finde ich mega. Warte, Greifhaken, kann man das ausnutzen? Ah, das ist ja hier, Alter. Fühlt sich zwar jetzt nicht wie eine 10 von 10 an, wie jetzt nicht wie ein Uncharted, aber finde ich schon mal gut. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. Sagt man. Und ich habe so das Gefühl, dass es eher mehr in dieses Schleichending gehen wird, als wie eher dieses aggressive Verhalten. Muss man dazu sagen. Aber wirklich, jetzt ohne Spaß. Ich find's mega. Man kann nicht gar nicht gern, dass es von Ubisoft kommt. Ich bin nicht die Einzige, die Kanto verlassen muss. Na gut. Laut Brams Datenblock heißt die Kontaktperson Damien. Und müsste da drüben sein. Und es ist nicht gleich so hardcore-mäßig riesig, weißt du, was ich meine? Du hast so deine fünf Welten, deine vier, fünf Welten. Drei angeblich sind Open Worlds. Und die anderen zwei sind eher so startmäßig oder linearmäßig aufgebaut. Und wo bist du her? Die Story dauert maximal gerade mal 20 Stunden. Mega! Super! Da habe ich Angst gehabt. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, da habe ich megamäßig Angst gehabt, dass die Grafik nicht so wirklich world ist.
Weil ich hab da das ein oder andere Video gesehen gehabt, da hab ich mir da gehabt, na, Bastard-Deppert. Wirklich so ein Bastard-Deppert, was haben wir so da die Television-Macher verbrochen? Du bist von hier? Ja, das kann sein. Ja, aber bist wenigstens aber so jetzt schon weitergekommen im Wukong? Hast du wenigstens Wukong wieder gespielt oder bist du wieder nur 24-7? Nur wie? Wer ist das Ziel? Wie? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Serek Besh. Die sind neu, haben Geld und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihm. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber in seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Der Passwortknacker. Selbst im Schlaf, Diggi, träumt er von WoW. Was muss ich erst nächstes machen? Ich hoffe, du und dein kleiner Freund seid so gut, wie Bram sagt. Mamas Schüssel! tut ihm Schüssel voll scheiße, so ist da was dran. Ja, hörst, wie sagt man immer so schön in der Ehe? Wie in guten, so in schlechten Zeiten. Daniel, wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schleichst dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Wenn man einen Gangsterboss wie Sliro angreift, muss man es ernst meinen. Genießt die Aussicht, Nix. So oder so, das ist das letzte Mal, dass wir das sehen. Oh, hoffentlich geht es Bram gut. Er hat mir so viel beigebracht. Und wie habe ich es ihm gedankt? Wahnsinn, wir so 17 Jahre WoW schon am Zocken. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Megamäßige Aussicht. Taugt mir. Hat anscheinend angeblich auch relativ gute Werte gekriegt, das Game. Star Wars Atlas. Das, was ich so mitgekriegt habe, das ist mega. Halt dich super. Fest, Nix. Wir müssen klettern. Also da muss ich echt sagen, es hat sowieso, glaube ich, so eine 85er bis 88er Wertung, habe ich so mitgekriegt gehabt. Daniel, mega super. Ich sehe da vorne einen Turm. Ich will jetzt nicht sagen, dass Ubisoft verbessert hat, aber man kann ja mal einmal oder zweimal ja Glück haben im Leben. Oh ja. Ich finde, im Gegensatz zu den ganzen Games, wo du eh, entweder, weißt du eh, wenn es rushen tust, 20 Stunden. Weißt du, was ich meine? Wenn es direkt rushen tust, alles drum dran mitnehmen, Quest. Nicht runtersehen, nix. Oder runtersehen, nix. Mit durchrushen, dieses, jenes. Finde ich schon mal definitiv nicht schlecht, 20 Stunden. Wenn du jetzt sagst, erst. Oder wir zögern das Spiel noch weitere 20 Stunden heraus, indem die Alte nicht hupft. Aber okay, passt. Okay, passt. War schon mal eine schwere Geburt. Ja, man muss halt immer wieder bedenken, es ist halt kein Uncharted. Es spielt sich halt Daniel, kein Uncharted. Ich sehe das Anwesen. Wie reich ist dieser Sliro doch gleich? Ja, das erst mal muss, oder? Den reichsten 5 im Outer Rim. Sliro hat Serek Besh von Grund auf aufgebaut und das ist nicht billig. Aber im Gegensatz zu den ganzen Games, die das immer so eine Ewigkeit dauern und alles drum und dran, finde ich 20 Stunden wenigstens mal wieder was Knirpliches. Wenn du reich werden willst, dann musst du dahin gehen, wo das Geld ist. Man muss aber auch dazu sagen, 80 Euro für 20 Stunden, ja, aber auch irgendwie nein, weißt du, was ich meine? Es ist schon mal trotzdem halt mega, weißt du, mal wieder nicht so ein Hardcore-mäßiges Game, wo du sagst, so, pff, man bin endlich mal wieder fertig, aber man hat trotzdem halt was von Geld geboten gekriegt, alles drum und dran. Ich will einfach nur für mein Geld unterhalten werden. Und ich finde jetzt schon, dass es sich definitiv schon mal besser anfühlt, als wie ein sonstiges Ubisoft-Game. Und das finde ich schon mal mega. Das finde ich schon mal echt super. Und wenn
da in die Richtung weitergehen würden, mit den zukünftigen Games zusätzlich noch, oder wenn sie sagen, erst wir bringen noch ein paar mehr Star Wars Spieler raus, in der Sicht. Das ist sie. Sofort, gib mir mehr. Okay, Damien, ich bin auf Position. Wir starten das Feuerwerk. 40 Stunden, wenn du alles sehen musst. Mit Nebenquests, alles drum und dran. Mit alle Orte abgeklammert. Im Winkel. Quasi angeschaut. Wirst du wahrscheinlich schon auf deine 40, 50, 60 Stunden ankommen. Weißt du, wir zwei sind ja doch eher die Typen, wir tun ja nie rushen, weißt du, was ich meine? Wir sind ja doch eher so die gemütlichen, wir warten ab, wir chillen. Du musst eh ein bisschen schleichen und alles drum und dran. Du kannst dann natürlich auch den aggressiven Modus nutzen, aber ich finde das schon mal definitiv nicht schlecht. Ich muss hier auf. So was Hübsches haben wir noch nie ausgeraubt, was? Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Pfeifenkandidant da. Was schaut er das an? Die kann eh alles, was Assassine kann. Assassino! Zack! Und niemand gleich mit. Aha, haben wir auch gern bei Herausforderungen. Sehr, sehr gut. Wenigstens ein bisschen was zum Tun. Wenigstens ein bisschen eine kleine Herausforderung, das ist sicher mega. Geil wäre es jetzt doch, wenn wir die Gegner aufheben könnten. Geil wäre das, wäre megamäßig. Geil, das wäre richtig, richtig geil. Ich mach das jetzt aber gleich mit Aufsicht, damit wir gleich mal die Herausforderung hinter uns haben. Was? Kein Busch. Ein kleiner Busch, oder wie hat die mich gesehen, Alter? Was ist denn da los? Wie geht das? Hat sie gefunden! Hä? Nix, pass auf! Okay, passt, gut zu wissen. Definitiv gut zu wissen. Warte. Ablenken! Zeig, was du drauf hast, Kumpel! Ich mach ich lecker fertig! Schau da drüben! Ist halt eher die Frage, ob das halt sich quasi noch auszahlt. Geschlecht, ich kann mich jetzt wie bei der Lasse fast auch noch hinhauen. Ich schnau jetzt alle nieder, Alter! Ich hab's mir gerade gedacht, dass da nur irgendwo einer ist. So eine Rolle wäre noch nicht schlecht. Wir müssen sie verscheucht haben. Abwarten. Du schon einfach hintere. Perfekt. So, jetzt ist halt noch die Frage, kann man sich das anschauen? Die Herausforderung, das wäre mega. Das wird super. Da. What? Oh, Alter, ich will jetzt schon wieder irgendwas kaufen, Alter. Bist deppert, Alter. Ich wollen wir schon wieder irgendwas auch dran. Hab's mir schon gedacht, Alter. Ubisoft kannst nicht lassen. Ubisoft kann es mal wieder nicht lassen, Alter. Super, na gut. Alter, bin gleich in der Schuldenfalle. Nur wegen die Beilen. Inventar. Finde ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen interessant. Ich hab das alle erst einmal jetzt gerade einmal reingeschaut. Ja, derweil war das Minütschkal ein bisschen unnötig. Mich würde es eher mehr interessieren. Kann ich irgendwo mal das anschauen? Das wäre wichtig. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich da schon quasi die Herausforderungen mache, oder man muss die Herausforderungen selber herausfinden, damit man quasi wenigstens ein bisschen kreativ wird. Würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Definitiv nicht. Aber mit dem Viech! Hast du es gesehen? Mit dem Viech, Alter! Voll auf die Pappen gefallen! Normalerweise hätte das Viech da jetzt gleich mal angeschnalzen. Weil er voll auf die Pappen gefallen mit dem Viech. Hätte ihn niedergehauen. Ist hier jemand? Ja, wieder einer ist. Ist eh besser. Gleich ablenken. Sicher jetzt aber gleich ablenken. Ah, so nicht. Gleich hier rennen und tschüss. So würde ich auch gerne mal zu jemandem hier rennen und auch noch einmal geben, Alter. So ein kleines Schnalzen oder irgendwas in der Richtung. Das sicher. Mal auch noch Pappen haben. Alter, unbedingt. Einfach ein Muss. Haben wir richtig Bock, jemanden zu schnalzen. Überhaupt nicht aggressiv. Damien,
Ich bin dran. Nimm den Turbolift. Das ist der direkteste Weg zu Sliros Tresorraum. Kann ich wieder eine Zap-Zap machen, oder was? Ey. Schade. Oh, nicht schon wieder das Ding. Ich sag's dir, das ist der größte Scheiß. Passt. Wichtig und richtig. Aber ist eh leimend gemacht, dass du im Rhythmus das quasi machen musst, alles drum und dran. Aber dennoch. Geht mir schon gleich auf die Eier. Ach so ist das! Die machen das so mit Herausforderungen, okay, dass du quasi ein Gewandstück kriegst. Von irgendwoher musst du Energie bekommen. Okay, Lex, das finde ich gut. Such den Generator. Das finde ich gut. Dass man sich quasi auch dann ein bisschen bemüht für das ein oder andere Quantstickerl, das ist schon mal ein Hit. Was wollen reiche Typen immer mit alten Schiffen? Eine Maske. Wieso liegt der Stroh? Nett. Rechne damit, dass da irgendwo. Ja, passt. Animiert, was geht? Na sicher. Machen wir gleich Zapzer an. Wir brauchen eh ein bisschen Geld. Die hat eh so viele Schulden. Das war's. Bitte so viele Schulden, Alter. Müsste mal was begleichen und alles. Weißt du, ich bin ja lieber ein bisschen vorsichtiger. Ich weiß, ich werde da wahrscheinlich ein bisschen mehr in der Hocke sein, als wie herumlaufen. Aber wenn es dann natürlich wieder irgendein Habsche gibt, oder der meldet gleich alles. Steppert. Alles Sapzerab. Alles. Alles, was geht. Blasterspuren. Was ist hier passiert? Das ist der eine Raum gewesen. Das ist der eine Raum gewesen, wo der Oberschurke war. Aha, gut zu wissen. Ach, Kameras. Definitiv. Wir müssen sie umgehen, Nix. Zeig mal ganz kurz einmal den kompletten Sichtfeld. Oder zeigt er nichts? Scheiße, gell. Ach, das ist der Turbolift. Und natürlich hat er auch eine Barriere. Ich dachte, hier ist alles abgesichert. Ist es auch. Wer immer das ist, wird nicht am Haupttor vorbeikommen. Hat irgendjemand Sliro benachrichtigt? Glaub mir, er weiß Bescheid. Na gut, Max. Hol sie dir. Was geht hier vor? Und Double Punch. Ja, Mann. Hau drauf auf ihn, Alter. Hau drauf auf die Alte. Na sicher. Da schlägt er vor und schlägt die Formel wieder zu. Nimm mit, was geht, na sicher, Alter. Alles abzerab, immer. Muss. Mal abwarten. Auch wenn die Schächte quasi jetzt nicht mehr so interessant sind. Dennoch, ausnutzen. Und das alles wissen wir ja ganz genau. Betsy wäre stolz auf uns, wenn wir den Schacht nutzen. Betsy wäre stolz. Er muss ausgenutzt werden. Irgendwie ein bisschen zu einfach. Wenn da jetzt durchgehe wahrscheinlich. Oh, ey. Passt. Wichtig und richtig. Oder wir haben einen eigenen Raum, wo wir wieder was mitnehmen können. Au. Sehr gut. Aber es ist halt eher wieder die Frage, wo so halt wieder wichtiger Raum wäre. Das ist ja wieder das nächste, weil da sind wir jetzt durchgegangen, wer weiß, was wir da jetzt wieder so alles entdecken könnten. Aber nehmen wir mal mit, was geht. Vielleicht können wir sogar dadurch die ein oder andere Herausforderung fertig kriegen. Wäre schon mal nicht schlecht. Bis jetzt hätten wir sowieso mal nur zwei gesehen. Los, lenk sie ab, Nex. Wem gehört dieses Tier? Perfekt. Ja, ich weiß aber nicht, ob da jetzt noch einer da ist. Bin sicher jetzt aber lieber ein bisschen vorsichtig. Alter! Haben wir jetzt schon fast da, Alter? Der wird gezügt oder irgendwas, bist deppert. Okay, ich weiß halt jetzt nicht, ob das Viech männlich oder weiblich ist. Aber dennoch. Hätte jetzt nicht sein müssen, Alter. Alter, da schießt gleich das Viech. Na, boah, nicht mehr, danke. Aber das wär's gewesen. Ah, vielleicht hätte ich sowieso das machen müssen. Gut, die Barriere sollte deaktiviert sein. Okay. Hier haben wir doch gehabt, da haben wir den Top Secret Room entdeckt. Leiwand.
cool. Weißt du, wie enttäuscht ich jetzt bin irgendwie? Irgendwie bin ich gerade jetzt megamäßig enttäuscht. Man doch kommt so, boah, leiwand. Echt leiwand, ey, hinten dieses, jenes. Nix. Einfach wirklich nix. Da machen wir da. Was hast du denn da jetzt schon wieder entdeckt? Aha, der nächste Raum. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich mach da alles auf. Mir ist das wurscht. Mir ist das wurscht. So, warte. Wieder doppelt, gell? Havara, bleib ruhig! Alter, die schießt gleich. Alter, schießt gleich alles an, Alter. Bist deppert. Bleib ruhig, Madame, bleib ruhig, Alter. Ich wollte nur mal die Hitten da aufmachen, Alter. Macht gleich alles hin. Tut sich gleich mal freiwillig melden. Versterben, super, leimend. Ich sag's ja nur dazu, schau mal, ob's irgendwo leicht ein Lichtschwert gibt oder so. Brauchen wir nicht herumschießen. Brauchen wir wenigstens nicht die ganze Zeit herumschießen. Man weiß, was man da nicht nur so alles entdecken. Es ist besser, wenn du ein bisschen umschaust. Und es sind aber auch wieder die Sachen, was ich wieder gemeint habe, Helldragon. Wo du sagst, wir machen draußen nicht 20 Stunden, wir machen wieder draußen 40 Stunden, 50 Stunden. Das ist ja das Leibende. Wenn du dich da ein bisschen umschaust, wenn du abwartest, wenn du genießt und so weiter und so fort. Das ist ja dann wieder Leimand. Ah, oh, das ist super. Das ist super. Aber nicht mit Deppert herumstellen. Das Ganze da. Aha. Ah, damit einer hier hätte. Ah, das ist aber Leimand. Damit einer hier geht und dann quasi explodiert oder irgendwas in der Richtung. Ist auch nicht schlecht. Ja, ja, finde ich gut. Finde ich definitiv Leimand. Warte mal. Ich wollte eh gerade sagen, das bewegt sich nicht einmal. Nicht schlecht. Das ist scheiße, wenn sich das nicht bewegt. Oh, bist deppert. Oh. Oder wir hüpfen einfach drüber. Bisschen schwer. Ja, typisch Ubisoft. 2 Meter oben fallen, der knackt hoch und alles. Witzig geiles Knack und alles. Das habe ich ganz vergessen. Hab's aber mindestens schon einmal erwähnt. Typisch Ubisoft. Bis deppert, die hupft einfach nur mal 2 Meter. Daniel, ich bin im Turbolift. Eil dich. Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist Sliros Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja, nur noch mehr Serik Bash. Das ist lustig, oder? Beeil dich, oder? Warum mal selber den Blödsinn da? Was passiert hier? Alter, warn mich wenigstens vor! Lass das in Tinto! Halt die Fresse! Und wenigstens mal ganz kurz die Pappen, mal gibt's ja nicht. Ja, ich soll, wenn ich nicht einmal mehr saufen darf, oder ein Stampel, dann geht einmal gar nichts mehr. Super. Was denn? Erstmal erkunden, meine lieben Leute. Wer weiß, was da wieder alles am Start ist. Abwarten. Einfach mal abwarten. Das finde ich aber auch geil mit dem kleinen Havara da. Damit du gleich so alles vielleicht in der Nähe entdecken könntest. Schwer Hit. Schmeckt definitiv leider, taugt mir. Weißt du, ich bin da sicher jetzt aber lieber ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Er kann es relativ schnell merken. Okay, wir haben es zwar bis jetzt noch nicht mehr getestet, ob wir schnell meier gehen können. Aber man hat es eh gesehen gehabt, nicht einmal 2 Meter und die Welt ist schon hier. Dementsprechend bin ich vielleicht jetzt ein bisschen vorsichtig. Step, da sind wir kein Multimillionär, aber schau dir das an. Drauf der die Hitten. Schon wieder. What the fuck? Aber sie spielen sich mit der Musik und das finde ich gut. Feuer innerhalb des Anwesens. Hallo! Ich brauche Verstärkung am Tresorraum. Ich habe die Barriere aktiviert, aber die wird nicht lange halten.
Wenn hier jemand eindringt, reißt uns Nero den Kopf ab. Ah, na dann. Ich brauch sofort Verstärkung. Ich bringe mal einen anderen Freund. Oh, sehr schön. Hacken. Kleines neues Minispiel. Okay. Ja, da brauche ich definitiv mal Hilfe. Glyphe ist nicht Teil der Kombination. Glyphe ist korrekt, aber an der falschen Stelle. Glyphe ist an der richtigen Stelle. Okay. Probieren wir es aus. Stepper, das sind so viele verschiedene Zahlen, mein Freund. Okay, passt. Da hätten wir mal das erste. Vielleicht einmal in die Richtung. Bam, bam. Bam, bam. Okay. Dann machen wir mal. Okay, dann geht's vielleicht eh. Mit Augenzwinkern. Mit sehr, sehr großes Augenzwinkern. Oh, ja, Alter. Sind wir nicht ab. Gerade noch so. Aber irgendwie noch geschafft. Na, bester Deppert. Ha, wie der Herr, Alter. Gerade noch so irgendwie. So auf 31 angelehnt. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns dann drin. Auf richtig 31er gerade angelehnt. Weil er mehr Klick als Verstand ist, sag's euch. Und dann plötzlich Seeflord. Ich will Seeflord. Wo ist Seeflord? Wow. Hi. Ja, ich muss da rein. Bist am Arsch. Klopfen wir, ja. Daniel, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist beim TT-8L. Gut, das Passwort ist Grandiocha. Was auch sonst. Hey, komm zurück. Ich weiß, dass du da drin bist. Mama Guido. Grandiocha. Hallo? Ha! Oh. Wir folgen mir zwar nur, von wo ist das Passwort haben, aber... So sieht also richtiges Geld aus. Könnte man aber echt relativ sehr, sehr gut vorstellen, dass das jetzt eine Falle ist. Irgendwie. Könnte man echt sehr, sehr gut vorstellen, dass das gerade eine Falle ist. Auf. Verdächtig. Sehr verdächtig. Huh? Hi. Du bist nicht Zarek Besh. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig. Der Code war gut. Asara, gefunden? Nein. Aber die Sache mit Sliro und Zarek Besh, sie ist wahr. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind. Versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit, nicht? Die denken.